So, Servus, Grüße und Hallo allerseits. Ich bin's mal wieder, der Bono, hier mit einem tollen Tutorial zu EA Sports FIFA 16 auf KKI Sport. Heute geht sich's mal wieder, ja, so ein bisschen im Anschluss zu dem, was ich in der letzten Woche gezeigt habe, um Standardsituationen in FIFA 16. Wie kann man Standardsituationen am besten trainieren? Was ist recht wichtig dafür, um das zu wissen, um das Maximum eben aus seinen eigenen Standardsituationen herauszuholen? Denn wer hat schon Bock, irgendwie regelmäßig Sachen zu verschenken? Zu verschenken gibt's grundsätzlich gar nichts. So, heute widmen wir uns deswegen mal dem Elfmeter. Ja, die Leute, die jetzt schon FIFA 15 gespielt haben, werden das so ein Stück weit kennen. Es gibt trotzdem natürlich immer so ein paar Sachen, die da ganz interessant sein könnten. Für die Leute, die jetzt neu zu FIFA 16 mit eingestiegen sind, wird das vielleicht eine Umstellung sein. Deswegen zeige ich euch mal, wie ihr in Elfmeter reingehen könnt, was dafür wichtig ist und wie ihr das trainiert. Ihr geht einfach in die Skillspiele. Das findet sich dann hier unter Schuss. Da geht ihr dann so ein bisschen, ja, auf eben Elfmeterschießen und dann könnt ihr hier alle möglichen Elfmeterschießübungen durchführen. Zu meinen Zwecken gehe ich jetzt einfach mal auf die Skill Challenge, die ich schon mal gespielt habe. Dann kriegt ihr gemäß eures Arena-Teams ein bisschen was ausgewählt, was ihr hier an Elfmeterschützen haben könnt. Wichtig dafür sind eben Werte wie Elfmeter und weite Schüsse. Das sind, ja, Werte, die ihr ganz normal im Spielerbogen findet, wenn ihr das normal machen wollt. Ich habe jetzt hier eben Mainz 05, da gibt es, ja, niemanden mit so richtig krassen Elfmeterwerten. Ich nehme deswegen einfach mal The One and Only Younus Mali, der hier, ja, mit 60er-Werten gesegnet ist. Das ist also eher nicht was, was man normalerweise in Seasons-Modes trifft. Da könnt ihr natürlich vorher eure Spieler angucken. Leute wie Cristiano Ronaldo oder sowas haben sehr, sehr gute Elfmeterwerte. Damit lässt sich sehr gut schießen. Wir sehen hier jetzt direkt einen blauen Kreis. Das ist unser Zielcursor. Da wird der Ball später reinkommen. Und wir sehen unten eben eine, ja, so ein Bar, wo man dann letztendlich irgendwie gucken muss, dass man irgendwie im grünen Bereich landet. Wenn man jetzt die Schießentaste drückt, dann kommt es ein bisschen auf die Schießentaste an, wie weit ihr die drückt. Und dann müsst ihr so ein bisschen gucken, wohin ziele ich jetzt eben mit meinem linken Stick, damit der Ball idealerweise recht gezielt irgendwie aufs Tor kommt. Das versuchen wir jetzt mit Younus Mali nochmal. Das geht jetzt hier in diesem Bereich ganz gut. Klacken wir das Ding mal unten rechts rein. Wir sehen auch, dieser Bereich vergrößert sich, je nachdem, wie stark wir zum Beispiel schießen, wie lange wir also dann die Schusstaste da gedrückt halten. Und ja, das sind so ein paar Übungen, um das ganz einfach zu testen. Irgendwann geht dieser Zielcursor auch daneben und dann könnt ihr das einfach so ein bisschen schießen und dann seht ihr, okay, wo landet jetzt der Ball, wenn ich das einfach mal so intuitiv mache. Dieser Zielcursor kann aber trotzdem eben eine Hilfe sein, um zu wissen, okay, wie lange kann ich drücken und wie lange muss ich in irgendeine Richtung drücken, damit der Ball möglichst präzise kommt. Nutzt das also hier am besten als Testmöglichkeit ein bisschen für euch aus. Für die Leute, für die das hier noch ein bisschen zu theoretisch ist, gehen wir mal gerade raus. Gibt es noch einen anderen Trick, Elfmeter zu üben? Und der findet sich letztendlich in unserer Trainingsarena. Da sind wir dann auch mit dem Spieler dabei, den wir uns als Trainingsarena gewählt haben. Ich habe da selbstverständlich, wie man das, glaube ich, nicht anders erwarten kann, den besten Spieler aus FIFA 16 für mich rausgewählt, und zwar ist das Frank Lampard. Wir gehen dann hier einfach einmal in den 16er rein. So, ist ja nicht wichtig. Ich drücke dann einfach auf meinem Steuerkreuz irgendeine Richtung, oben, unten, rechts, links, unten, ist egal. Dann geht Frank Lampard da gerade kurz weg, sobald ich das gedrückt habe, und es öffnet sich unsere, ja, unsere einfache Elfmetersituation. Wenn ich jetzt L2 drücke auf der PlayStation, ich glaube, auf der Xbox ist das dann eben die linke untere Schultertaste, gibt es auch wieder den Zielcursor und wir sehen ganz unten wieder den Bar und wir können hier ganz normal Elfmeterschießen üben, wie es sonst auch im normalen Spiel vermutlich eine Situation gäbe, hier gegen Tim Howard, und dann ballern wir das Ding rein oder auch daneben oder wie auch immer. Ja, das könnt ihr dann mit euren Spielern machen. Frank Lampard hat sehr, sehr gute Elfmeterwerte. Erfahrungsgemäß haben eben zum Beispiel Verteidiger oder so nicht so toppe Elfmeterwerte. Das sind eher Stürmer, zentrale Mittelfeldspieler oder auch zentral offensive Mittelfeldspieler. Die können das in der Regel ganz gut. Übt das also am besten ein bisschen für euch. Es ist wichtig eben, wenn ihr im Spiel einen Elfmeter bekommt, den auch für euch zu nutzen. Wäre ja sonst irgendwie auch ein bisschen schade, ne? Und das kann man tatsächlich üben. Nutzt das also am besten für euch und dann verschießt ihr in Zukunft hoffentlich keine Elfer mehr. In dem Sinne, bis nächste Woche. Danke, ciao.